Ich habe einen Kampfkoloss der Baureihe 7300 in Ignadon erledigt. Tatsächlich? Dann muss er wohl völlig hinüber gewesen sein. Wenn du ihn dir genauer angesehen hättest, dann müsste dir der überdimensionierte Hydraulikkondukt aufgefallen sein. Ich würde einiges dafür geben, wenn ich so einen hätte. Hier ist der Hydraulikkonduktor, den du suchst. Was denn? Du hast ihn? Wow! Jetzt bin ich platt. Danke, Mann! Moment. Ich gebe dir den Konduktor und du holst den abgestürzten Gleiter aus den Bergen hierher. Was denn? Sagtest du nicht? Ja, ich weiß, was ich sagte. Na gut. Dann bist du mir aber was schuldig, dass das klar ist. Über deine Bezahlung reden wir, wenn du mit dem Gleiter wieder hier bist. Na schön. Ich trommel ein paar Jungs zusammen. Wir sehen uns bald wieder hier, okay? Ha! Endlich mal eine ordentliche Herausforderung. Aber eins schon mal vorweg. Die Hälfte der Maschine gehört mir, klar? Müssen wir nur warten? Jo, reden wir mal mit den Big Bosses, Big Daddies und Big Bosses hier. Crony O4, eine Kampfdrohne der Alp, steht unter meinem Kommando. Ha! Eine Jagdmaschine der Alps! Was bringst du uns als nächstes? Ein ausgewachsenes Urtier? Dogmeat. Dogmeat kommt als nächstes. Jo, Big Daddy Boss. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Da ist noch etwas, richtig? Euer Mechaniker Harley scheint ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Ja, richtig. Ich hörte, dass du ihm etwas richtig Großes in Aussicht gestellt hast. Allein darum hast du bei ihm schon ein Stein im Brett, denke ich. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Gut gemacht. Noch etwas? Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. In der Tat. Wenn das Ding einmal richtig läuft, wird es uns noch nützlich sein. Hoffentlich wird es nicht von gierigen Geiern entdeckt, bevor es richtig einsatzfähig ist. Ich schätze, damit hast du dem alten Harley einen großen Gefallen getan. Gut gemacht. Noch etwas? Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Gut. Du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Es lebe die Macht der Mitte. Bring mir etwas bei. Sicher! Was? Oh, war nicht die gleiche Stimme. Da haben wir eine Meinung. Er hätte das Haus nicht so weit aufreißen dürfen. So, was hier? Keine weiteren Quests. Wie soll man mein eigenes Lager plündern? Ich weiß, ich kann es noch einrichten. Die Tür, die hält ja nichts aus. Wo ist er mal her? Nichts zum Looten? Verschlossen. Wirklich? Das war nichts. Ich will irgendwo ein Code rumlegen. Elex.
Noch was? Wein. Zum Mischen für meinen Heiltränke. Also, Elektrolyt. Oh, kleiner weißer Stein. Die brauche ich mal. Die brauche ich in die Steine. Der ist auch verschlossen. Was kann ich? Doch, ich kann schlafen. Wir sehen uns später. So. Eigentlich ganz nett hier. Ah, wüsste ich ein Leben, ich sehe es. Mana. Schauen wir mal. Mein Kletter schon da ist. Oh! Gute Arbeit. Ist fetter Style. So, Kumpel. Da ist das gute Stück. War eine ganz schöne Plackerei, es hierher zu bringen. Wie sieht's denn aus? Mann, Mann. Das Ding ist ganz schön hinüber. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen. Ich sehe Tanzen und Klitschen da unten. So steht's Bericht. Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. So wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Aber egal, lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha, dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit, Commander. Ich Shepard. Da ist Shepard dazu. Jo, friedlicher Schakal. Haben wir weitere Missionen hier? Ich hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Sieht ganz von uns. Okay, dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Du hast ab jetzt hier das Kommando? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander auskommen. Deine Aufgabe ist es nun, die Menschen hier sicher zu führen, sie zu beschützen und nicht in den Untergang zu treiben. Und meine Aufgabe wird es sein, dich dabei zu kontrollieren und umgehend zu töten, solltest du doch mal auf dumme Gedanken kommen. Okay, dann sind wir uns ja einig. Ja, Sir. Ich glaube, die haben nichts mehr Wichtiges zu sagen. Ich wähle meine Mission aus. Wir sehen uns gleich dort. Wir gehen zum Separatistenlager. Ach, wird nicht geschwommen. Wir haben doch Jetpack. Total Jetpack. Unser Rudelführer. Ich dachte, das ist eine Steinklaue. Hat mir schon mal auf die Schnauze gegeben. Da wieder ein Berg im Weg. Was sagt die Karte? Links rundherum gehen, sagt die Karte. Oh, ja, Berg im Weg.
Natürlich, was sonst? Ich glaube, bei den Separatisten hatte ich letztens nicht wirklich viele Missionen. Es war hauptsächlich Erlege Konverter. Und sonst nichts. Und viel Gerede. Aber das ist eh Standard. In RPGs. Ich glaube, es ist ja das Gebäude da drüben schon. Schöner Waldweg. Nicht mal Monster. Unglaublich sowas. Dass ich sowas nur erleben darf. Nicht einmal Monster am Waldweg. Okay. Nicht gut. Gar nicht gut. Uff, was ist das? Gut. Na, warte. Fettbeck-Angriff, Junge. Ah ja. Ich muss auf Nahkampf gehen mit dem. Straving Manöver. Kein großer Kampf zum Anfangen. Das hätte schief gehen können. Jo, du hast schon wieder geschlafen. Ist er nicht. Ja, war kein guter Anfangskampf hier. Am Kleriker. Die wollten doch nur lange junge Männer und Frauen brainwashen. Jedi Mind Tricken. Investieren. Ja, da sind sie hinüber in dem Lager. Offenbar ist Munition, die ich verkaufen werde. Oh, die Truhe. Ich bin nicht gut genug. Das ändern wir gleich. Ich bin gut genug. Wo ich nur noch links und rechts drücke. Okay, checks. Okay. Und ich bin nicht gut genug, zu einfach. Oh. Oh, Controller Support. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert hat in dem Spiel. Auf Steam habe, weil ich den Controller nicht anschließen kann. Ich nehm's die. Nimm's den Krug. Okay, dann halt nicht. Was ist das? Metallschrott. Yep. Yep. Noch nicht mal fertig geheilt gewesen. Jo. Wow. Jo. Was zum Teufel? Okay, der Reißwolf hat die Ratte für mich getötet. Wenn dann das passt. Die friedliche Musik hier draußen. Achtung. Ei, ei, ei. Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Für was? Für was willst du mehr Zeit haben? Zum Kennenlernen? Zum Tratschen? Oh, wow. Wir fliegen hinunter. Wird so abgelenkt bei diesem riesigen Gebäude. Aber
Da ich das Spiel sowieso wahrscheinlich nicht fertig kriege, bevor der Launch kommt, wird nicht herumgetrödelt. Aber mit der Lüge könnte ich eigentlich herumtrödeln. Oh. Was, Gegner? Sollte das kein guter Konverter sein? Haben da nicht mal die Tiere draußen? Nein, haben sie nicht. Die Tiere draußen sind noch da. Vielleicht sind Alps einfach Tiermenschen. Noch was auf uns zu. Ich sehe es nicht. Es ist tot. Oh, es ist tot. Gruselig. Findest du schlimm, oder? Vorsicht! Das ist nur ein Vogel. Die Betten für mich da drin haben. Musik ist weg. Oh, sagen wir mal Hallo. Dann haben wir wieder ab. Oink. Meins. Jax, jo. Die Bestie von Xarkor. Als man mir sagte, du seist hier, hatte ich es erst nicht geglaubt. Man sagt, du seist exekutiert worden. Sie haben es versucht. Ich hatte Glück, schätze ich. Gestern hätte ich noch gerne den Kopf des effektivsten Feldherrn, den Magalan je gesehen hat, aufgespießt auf einem Speer gesehen. Heute wendet sich das Blatt und du stehst als Vogelfreier vor mir. So ändern sich die Zeiten. Also, was kann ein Abtrünniger der Alps für den anderen tun? Ich brauche eure Unterstützung. Warum sollten wir dir helfen? Ich bin kein Alp mehr. Und ich bin nun auf mich allein gestellt. Wenn die Alps mich aufspüren, werden sie nicht zögern, mich zu jagen und zu vernichten. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, euer Kampf gegen die Elexitoren ist meinem sehr ähnlich. Das ist zu wenig. Niemand hat deine Gräueltaten je vergessen, Bestie von Xarkor. Nur allein, weil du unser Versteck entdeckt hast, müssten wir dich auf der Stelle töten. Beenden wir das hier. Auf die Knie. Uns damit eine einmalige Gelegenheit einfach wegwerfen? Die Gelegenheit, uns vom Feind infiltrieren zu lassen? Eure Engstirnigkeit ist der Grund, warum ihr euch immer noch in Löchern verkriecht und euren Kampf niemals gewinnen werdet. Was weiß ein von den Elexitoren Verblendeter wie du schon von unserem Kampf? Aber gut, du bekommst Zeit für 3 Argumente. Dann werden wir über dich richten. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Und ihr kämpft gegen die Elexitoren. Ja, unser Kampf richtet sich nicht gegen das Volk der Alps, nur gegen ihre geistigen Führer. Seit die Elexitoren das Oberkommando übernommen haben, sind unsere alten Werte verfallen. Und du warst der hörigste und effektivste ihrer Handlanger. Elexitor Kallax, der Dämon der Eiswüste, war dir dein Leben lang so nah wie kein anderer. Doch auch ein fallen gelassenes Werkzeug bleibt immer nur ein Werkzeug. Der Elex-Verlust lässt mich Dinge fühlen, die ich vorher nicht kannte. Im Gegensatz zu den Alps haltet ihr euren Elex-Konsum im Zaum. Das ermöglicht euch ebenfalls, empathische Argumente in eure Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist wahr. Doch sagt mir mein Gefühl, dass es besser wäre, dich zu töten.
Komm schon, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Falls ich mich undeutlich ausgedrückt habe, erkläre dich, sonst bist du tot. Ich könnte mein Wissen über Stellungen und Marschbefehle der Alp-Commander mit euch teilen. Dein Wissen ist Wochen alt. Du weißt selbst, wie flüchtig solche Informationen sind. Deine Zeit ist um und deine Argumente überzeugen mich nicht. Aber ich werde dir trotzdem die Gelegenheit geben, deinen Wert unter Beweis zu stellen. Warum? Es ist höchst ungewöhnlich, wie schnell du den Weg zurück ins Leben gefunden hast, obwohl du so intensiv der Macht der Maschine verfallen warst. Du hast dich schon bemerkenswert lange gehalten. Ich bin neugierig, wohin die Kraft der Emotionen, mit denen du zu kämpfen hast, eine eiskalte Tötungsmaschine wie dich führen wird. Elexitor Kallax muss aus dem Verkehr gezogen werden. In dem Punkt sind wir uns einig. Er ist nach dir die größte Bedrohung für die Alps. Und für alle anderen. Kallax ist verantwortlich für die vernichtendsten Vorstöße der Alps gegen die freien Menschen. Das ist wahr. Man sagt, er hätte deinen Platz eingenommen und führt nun seine Armeen mit eiserner Hand in die Schlacht. Aber das ist nicht alles. Genügt das nicht? Kallax war viele Jahre an deiner Seite. Schlussendlich hat er dich verraten und versucht, dich zu töten. Jetzt willst du deine Rache. Ein sehr emotionales Ziel, findest du nicht? Und wenn schon. Es ändert nichts an den Fakten. Es wird schwer, einen klaren Kopf zu behalten, wenn Rachegedanken dich übermannen. Es ist noch zu früh, um die Elexitoren direkt anzugreifen. Wenn sie dich finden, werden sie dich vernichten. Vorerst musst du verhindern, dass die Elexitoren von deiner Wiederauferstehung erfahren. Dein Gleiter ist in Edan abgestürzt. Jeder weiß das und hält dich für tot. Doch falls du bei deinen Wanderungen durch Edan von den Alps gesehen worden bist, könnte das fatale Konsequenzen für dich haben. Was kann ich tun? Vernichte die Stellungen der Alps in Edan, bevor sie Meldung über dich machen können. Meine momentane Kampfkraft könnte ein Problem sein. Je mehr Zeit du verstreichen lässt, umso größer ist das Risiko. Was ist dein Interesse daran? Glaub mir, mir gefällt der Gedanke nicht, Alps zu opfern. Doch die Stellungen in Edan stören unsere Operationen dort. Das heißt, dass du mich euren Job in Edan erledigen lässt. Du willst unsere Hilfe? Wir profitieren von deiner Kampfkraft. Also gut. Wo finde ich die benannten Stellungen der Alps in Edan? Rund um den stillgelegten Konverter in Edan sind immer noch einige Alpsoldaten, die ihn beobachten und bewachen. Ich gebe dir die Koordinaten in deinen Adjutor ein. Ich bin einer Gemeinschaft der freien Menschen beigetreten. Es ist nicht ganz das, was du bisher gewohnt bist, nehme ich an. Die Berserker sind uneins. Gesetzestreue und Rebellen im gleichen Lager. Nun, zumindest das verbindet sie mit uns. Was hast du noch zu berichten? Meine momentane Ausrüstung scheint brauchbar. Das ist auch notwendig. Bald werden große Aufgaben auf dich warten. Sehr gut. Aber das war doch noch nicht alles, oder? Ich fand den Dieb, der mich während meiner Bewusstlosigkeit in den Bergen bestahl. Das heißt, du hast jetzt die Ausrüstung eines Alp-Commanders zurückerhalten? Nein. Zumindest hast du jetzt Gewissheit, was mit deiner Ausrüstung passiert ist. Noch etwas? Ich habe mich um die Stellungen der Alps in Edan gekümmert. Interessant. Du hast offenbar dein strategisches Geschick nicht verloren. Oh, kann ich 3 Sekunden vorspulen? 3 Sekunden? Die Menschen wurden zurückgeschlagen. Xarkors Grenzposten halten ihren verzweifelten Angriffen stand. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir sie abwehren müssen. Sie werden wiederkommen. Sie kämpfen wie Tiere, ungeordnet und folgen keinem effizienten Muster. Wie lange wird es dauern, bis sie endgültig aufgeben? Schwer zu sagen.
Wenn sie rational wie wir denken würden, hätten sie schon lange erkannt, wie aussichtslos der Widerstand ist. Doch die noch freien Menschen folgen vornehmlich ihren Gefühlen, was sie auch oft sehr unberechenbar macht. Irrelevant. Am Ende werden wir siegreich sein, auch wenn es noch Jahre dauert. Du und Kallax waren ja nie sonderlich zimperlich, wenn ich mich recht erinnere. Das ist keine Strategie, das ist reine Waffengewalt. Die uns sehr entgegenkommt. Noch etwas? Ich bin einigen deiner Leute in Nidan begegnet. Ja, ich hörte davon. Nizol und seine Männer standen unter Beobachtung. Ich weiß auch, was du getan hast. Jeder andere in deiner Situation hätte sie wahrscheinlich getötet. Spricht für dich, dass du es nicht getan hast. Deine Belohnung? Der Einfluss meiner neuen Emotionen hat erste Auswirkungen gezeigt. Was hast du gesehen? Ich hatte Visionen über meine Vergangenheit. Ich nehme an, sie konnten dir einiges über dein innerstes Selbst verdeutlichen. Die wenigsten davon. Sie warfen nur noch mehr Fragen auf. Anfangs ist es noch verwirrend. Bald wirst du lernen, sie richtig zu deuten. Was geschieht mit mir? Dein Körper wehrt sich gegen den Elex-Entzug. Lass ihn gewähren und beobachte ihn. Er wird wichtige Dinge zutage fördern. Er wird dir zeigen, wer du wirklich bist. Aha. Gut, aber da ist noch einiges zu erledigen. Komm wieder, wenn du mehr zu berichten hast. Wie rechtfertigt ihr Separatisten euer destruktives Handeln? Wir lassen uns nicht gerne in die Karten schauen. Schon gar nicht von jemandem wie dir, Bestie von Xarkor. Doch werde ich dir einen kleinen Einblick in unsere Pläne gewähren. Denn auch du bist Teil unseres Volkes. Ihr seid verblendet von der Hatz und Propaganda der Elixitoren. Wir Separatisten werden euren Einfluss auf die Länder der freien Menschen schwächen. Wir werden euch dazu zwingen, euch wieder auf den wahren Zweck und die Bestimmung der Direktive zu besinnen. Oh, ja, geht's weiter. Ich gehöre nicht mehr zum Volk der Alps. Deine Wurzeln werden immer ein Teil von dir sein. Das oberste Ziel der Direktive ist es, das Elex zu fördern und nach Xarkor zu bringen. Ja, aber zu welchem Zweck ist doch das Entscheidende. Du weißt besser als ich, was es bewirken kann und welche Risiken es birgt. Nahe der vollkommenen, synthetischen und restlos emotionslosen Evolutionsstufe haben die Elexitoren den klaren Blick auf die Dinge verloren. Erst wenn sie wieder von der Bildfläche verschwunden sind, werden die Alps wieder ein freies Volk sein. Okay, die Alps zu schwächen bedeutet, dass die freien Menschen an Macht gewinnen werden. Wir haben überall auf Magalan unsere Agenten und Scouts. Sobald eine der anderen Gemeinschaften den Alps gefährlich werden könnte, werden wir das verhindern. Um die Kontrolle zu behalten, braucht ihr mehr Männer. Nur das Ergebnis zählt und wir sind mittlerweile sehr effektiv. Du hast es vielleicht schon vergessen, doch war Effektivität auch einmal eins deiner wichtigsten Werte. Ich will meine Macht zurück. Natürlich willst du das. Du warst der mächtigste Feldherr der Armee. Durch deine Elex-Magie sind Heere gefallen und sie lehrte den freien Menschen das Fürchten. Doch das ist nun vorbei. Das Elex ist aus deinem Körper gewichen. Du wirst alternative Wege finden müssen, um wieder neue Macht zu erlangen. Wie? Die freien Menschen selbst. Du musst ihre Kampfkünste, je mehr du übst. Warum die freien Menschen? Was ist mit euch? Wir mögen ähnliche Ziele. Wir haben all die Jahre. Rick. Siehst du? Oh, nein. Fertig. Eine alternative Verteidigung sollte nun ausreichen. Du hast an Stärke hinzugewonnen. Man könnte dir jetzt schon einiges zutrauen. Es reicht jedoch bei weitem nicht aus, um... Zu viel reden. Mach weiter.
Weiter. Was sollte das? Du hast ihn getötet. Ja, und ich werde auch beim nächsten nicht zögern. Hm. Die Information über den Aufenthalt seiner Komplizen ist nun ebenfalls mit ihm gestorben. Ist das eine offizielle Kritik an meinem Führungsstil, Bruder? Noch bin ich nicht dein Vorgesetzter, Kallax. Hm, interessant. Das hört sich so an, als hättest du bald eine Audienz. Ja, schon möglich. Wenigstens einer unserer Familie sollte an der Spitze stehen. Das ist hoffentlich nicht der Grund, warum du zu ihm gehen wirst, wenn er dich ruft, oder? Zumindest ist es ein Grund. Sei nicht so zögerlich, Bruder. Der Feind ist es auch nicht. Vergiss das nie. Aber für die nächsten Schritte sollte es erst einmal reichen. So, nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir beide uns über unsere weitere Zusammenarbeit unterhalten müssen. Natürlich. Ich werde meinen Agenten ausrichten, dass sie dich gewähren lassen sollen, wenn du in unserem Sinne handelst. Aber rechne nicht mit großer Unterstützung. Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir uns im Hintergrund halten. Unwichtig. Du kennst mein Anliegen. Du bist noch nicht so weit, einem Elexitor wie Kallax das Wasser zu reichen. Aber ich kann dir verraten, wie du deinem Ziel näher kommen kannst. Soeben meldete einer meiner Agenten, dass der abtrünnige Elexitor Zadom einen Unterschlupf im Nordosten von Abessa haben soll. Die freien Menschen nennen ihn überall den Eremiten. Gehe zu ihm und schildere ihm deinen Plan. Ich bin sicher, dass er genau weiß, wie man an die Elexitoren herankommt, ohne sich gleich der ganzen Armee stellen zu müssen. Ein Elexitor verrät nicht seine eigene Kaste. Seine Loyalität gilt nur sich selbst. Das wirst du noch erkennen. Du weißt, wo sich ein ehemaliger Elexitor aufhält und du lässt ihn gewähren? Das tue ich nicht. Ich schicke ja dich. Seltsames Vertrauen, das du mir da entgegenbringst. Zadom ist ein Ausgestoßener wie du, aber im Gegensatz zu dir wissen wir nicht, ob er seine Elex-Kräfte immer noch besitzt. Wenn doch, ist jede Annäherung tödlich, sogar für uns. Ein zu hohes Risiko. Du bist nur der erste Versuch, diesen Mann aus der Reserve zu locken. Oh. Ja klar. Und ihr beobachtet schön von Weitem, wie er mich auseinandernimmt. Und wir wissen, worauf wir uns einstellen müssen, sollte er sich irgendwann gegen uns stellen. Warum sollte er mir helfen? Zadom wäre gern selbst zum Meister der Elexitoren aufgestiegen. Du weißt so gut wie ich, dass das der eigentliche Grund für seine Verbannung war. Stelle dich in seinen Dienst. Sag ihm, dass du gemeinsam mit ihm gegen den Hybriden kämpfen willst. Dein Wort hatte bis vor kurzem noch großes Gewicht im Eispalast. Das wird ihn überzeugen. Der Hybrid. Eine synthetische Lebensform voller Weisheit und Perfektion. Meister der Elexitoren und zentraler Punkt unserer Direktive. Alles Elex dem Hybriden. Mit der Präzision einer Kampfmaschine regiert er das Eisland mit unerschütterlicher Gnadenlosigkeit. Er war auch mein Meister. Vor meiner Exekution. Ein perfektes Leben voller Klarheit und Effektivität. Bevor Kallax mir all das mit seinem Urteil über mich nahm. Die Klarheit wich dem nackten Kampf ums Überleben auf meinen Streifzügen durch die Länder der freien Menschen mit einem letzten klaren Ziel. Kallax. Bom. Schöne Rede, schöne Rede. Ja. Ich werde hier auf dich warten. Okay. Das Ding ist zu eisig, zu mal attackieren. Oh, was mache ich? Waffe wegstecken. Einen Schlafplatz suchen. Den da vorgehen. Das machen wir als nächstes. Wir sehen uns gleich. Pause. Pause. Okay, zeig mir deine Eruptionsspur im östlichen Grenzland von Edan. Also dann. Folge mir. Dieses Mal muss es anders laufen als zuvor. Die Spur ist sehr schwach.
Ich brauche meine ganze Konzentration und darf mich nicht ablenken lassen. Das heißt, ich bin noch mehr auf deine Mithilfe angewiesen. Heißt, du bist gleich nicht ansprechbar? Das schon, aber ich kann nicht kämpfen. Es wäre zu kraftraubend und ich würde die Spur verlieren. Ich gehe jetzt los. Also halt mir die Viecher vom Hals, bis wir da sind. Ich verlasse... Lass mich auf dich, okay? Wird dich schon enttäuschen. Rennen ist auch zu Kraft ansprechend. Ach, Mist. Ich werde einfach mal losschießen. Jetzt warten. Und nichts treffen. Nichts treffen. Die Spur wird klarer. Irgendwo da oben muss es sein. Ich kann mich hier teleportieren. Komisch. Das ist irgendwas Wichtiges, ist vielleicht hier. Sehr schön, sehr schön. Okay. Where are we here? Wo genau sind wir? Komm schon, Kaya. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Es wird lauter. Da oben muss etwas ziemlich Großes sein. Sei vorsichtig. Wo so viel Elex ist, sind auch meist ziemlich große Viecher. Ja, und ich kann nicht auf deine Unterstützung hoffen. Cool, cool. Ach. Ich hoffe, ich kann mich ein bisschen von dir entfernen. Gar nichts. Ja, kann man mal vorauslaufen. Das speichern natürlich. Dann voll rauslaufen. Reißer. Jetpack-Kombi, Baby. Was Totes? Nein. Nichts Totes. Okay, gehen wir rauf. Schauen wir, was Großes da oben lauert. Oh, Kamera. Hab mich selbst ein bisschen angebrutzelt. Mist. Wühlerfreistoß. Die Feuerfaust ist wieder draußen. Naja, bis jetzt war da noch nichts Großes. Ich bohre noch. Okay. Ops, vielleicht nicht die beste Idee. Hey, Jack's müde, Jack's schlafen. Schlafen. Hier unter unseren Füßen muss sich eine gigantische Elex-Ader befinden. Ich mache mich am besten gleich an die Arbeit. Ich mache mich an die Loot-Arbeit. Das Elex muss funktioniert. Mehr als das. Es legt mir fast alle Sinne lahm, ich kann kaum noch atmen. Was hast du gehört? Das Elex-Vorkommen hier ist besonders aggressiv.
Spürst du das denn gar nicht? Nein. Wow, dann musst du einen irrsinnig starken Willen haben. Jeder, der sich hier längere Zeit aufhält, muss schlichtweg wahnsinnig werden. Fast ein Wunder, dass die Alps diesen Ort noch nicht erschlossen haben. Hast du noch eine Elex-Spur ausmachen können? Ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es sich lohnt. Es wäre eine ziemlich gefährliche Gegend, in die ich dich schleifen würde. Gib mir noch ein wenig Zeit. Ich melde mich, sobald ich mir sicher bin. Gut. Der Wille allein ist es, was die Alps von den Mutanten unterscheidet. Ja, somit bist du der perfekte Kandidat für ein hohes Amt bei ihnen. Schon gut. Wir brauchen uns darüber nicht weiter zu unterhalten, wenn du nicht willst. Ich denke, du weißt das auch so, was du zu leisten imstande bist. Viel interessanter ist es, was du mit deiner Willenskraft in Zukunft anstellen wirst. Für diejenigen, die es nicht so glücklich getroffen hat und zu Mutanten degeneriert sind, kommt jedenfalls jede Hilfe zu spät. Wegen der Elex... Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Die Kaya ist auf einer puren Mana-Diät. Und wenn weggehen, Diät. Elex. Sehr schön. Gut. Vielleicht kann ich dann meine Waffe endlich upgraden. Laden wir hier noch? Ne, bin hier ziemlich voll. Bin hier ziemlich voll geladen mit Leben. Wollte eigentlich einen Konverter machen. Upgrades. Wo ist die Konverter-Mission? Hauptmission. Konverter sieht doch besser. Ist der, wo ich schon war? Warte mal, was? Doch, das ist der, wo ich schon war, glaube ich. Nein, was wollt ihr von mir jetzt? Ihr wollt, dass ich den Konverter abschalte, in dem ihr drin seid? Wirklich. Das könnt ihr nicht selber machen. Ich glaube, die Separatisten sind nutzlos. Nutzlos! Wirklich. Ist er dann freigeräumt? Muss ich da noch Viecher bekämpfen drinnen? Oh, schöner Teleport, Kaya. Sehr beeindruckend. Die Magierin hat's drauf. Was gibt's hier zu tun? Später. Das stehle ich noch, was ich kann. Und überhaupt will ich mein Schwert upgraden. Ich kann mir eh nichts leisten, was Geld kostet. Lieber looten. Ja, Gott sei Dank bin ich draufgegangen. Eine Berserker-Waffe wieder gefunden. Wie es üblich ist bei den Berserkern, diese zu benutzen. Jo. Habt ihr es nicht reingeschafft? Geschlossen. 3, 6, 7, 8. Das war nichts. Dann gehen wir das Heckspiel an. Ganz schlecht, miserabel daneben. Oi. Eben. Dann haben wir da 5 und da 8. Okay. 5, 6. Geht doch. Nee. Das sind keine Tränke. Weiße Steine. Nice. Sonst nichts. Der weiße Stein wird mir dann noch zum Upgraden helfen, glaube ich. Da habe ich dann genug. Und den anschauen. Ja.
Ich muss für sie den Konverter abschalten. Weil dann haben sie mir etwas Loot übrig gelassen. Da oben war noch Kuppel, vielleicht ein Bossfight noch. Episch, sehr episch. Dann können wir mal aufs Dach schauen. Ich glaube, ich würde sowieso jetzt Konverter abgehen, erst abgehen. Ja. Okay, hier, 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 hier. Zu einfach. Oh. Haben wir einen Bossfight? Hier haben wir mal nichts. Kein Frank mehr. Also, anderer Konverter war das. Normal haben wir hier drüben dann meistens noch Loot. Oder ein Bossfight, eins von beiden. Ich speichere mal. Ein Dining Table. Ist das eine Werkbank? Na schau, da gibt es ja Fettlot. Mein Lieblingskraut. Elixtränke. Okay, ich sollte mich nicht beklagen. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Hier oben mir Loot zu holen. Öllampe. Oh, wie geil. Oh. Nehmen wir den schnellen Weg runter. Ja. Habe ich hier hinten richtig gesehen? Ja. Mehr Elex. Gut. Nette Landung. Ist sehr schön gemacht. Mr. Separator. Gib mir die nächste Location, die ich da legen kann. Jo. Der Süderbesser-Konverter schweigt. Damit wäre dieser Stein des Mosaiks gelegt. Die Soldaten in Xarkor werden sicher nicht lange auf sich warten lassen. Wir werden uns auf ihre Ankunft vorbereiten. Und die anderen Konverter? Unwichtig. Wir haben hier erst einmal alle Hände voll zu tun. Du weißt, wie man sie abschaltet. Entscheide selbst, ob es strategisch klug ist, weitere von ihnen lahmzulegen. Ja, machen wir. Machen wir einen noch sofort. Konverter nur oder besser. Es geht los. Machen wir diesen gleich. Wo ist der Kleine? Hier, im Topf drin. Kann gewesen sein. Kann gewesen sein. Wow! Da hat es mich wieder irgendwo hin teleportiert. Und für Geier. Machen wir weg das Ding. Oh, keine Alps mehr hoffentlich. Dass ich schnell einfach rauf spinden kann. Besser wir beeilen. Besser wir beeilen uns. Ja. Ich spreche hier fertig für dich. Oh, die Tür verfällt. Ganz hinauf dann. Ah, Mist. Nicht da stehen bleiben, Kaya. Oh. No clipping activated. I see. Wir holen uns die gute Loot hier oben. Und dann in den Wüstenkonverter. Ich glaube, der Frank-Konverter müssten wir auch noch deaktivieren, glaube ich. Ich glaube, das mache ich offscreen.
rüste mir alles aus, was ich brauche. Mein Schwert hauptsächlich wird abgegradet auf die nächste Stufe, mit Steinen gefüllt. Stahlschrott vergessen letztens. Hatten da Leckgeräusche gemacht. War hier drin noch was, was ich... Ich bin nicht gut genug. Ja, ja. Dafür sind wir nicht gut genug. Schalt mal ab, das Ding. Skip. Und wir holen uns die Loot. Mit Beute. Der Erlöser, was haben wir hier bekommen? Trockenfleisch. Gekühlt, muss man dazu sagen. Schauen wir mal, was der Erlöser ist. Wahrscheinlich was, was ich nicht aufheben kann. Intelligenz, ne, die habe ich nicht. Plasmagewehr. Was schießt das? Plasmagewehr ist es. Ich glaube, ich gehe sowieso in die Geistersende, investieren wir in Vara Berserker. Ja, danke fürs Zuschauen. Pause. Stormson schweigt für immer. Gut. Niemand entkommt dem Gesetz. Das muss diesen Verrätern klar sein. Du tatest gut daran, meinen Worten Folge zu leisten. Hier, du hast es dir redlich verdient. Ich bin das Gesetz. Das war's.